Herzlich willkommen zu unserem ersten FAQ. Das Video sieht jetzt am Montag mit Yannick. Ja, hallöchen. Die beiden kranken Leute hier. Ja. Okay, Yannick hat's ein bisschen. Okay, ob er schlimmer erwischt hat. Halsschmerzen, ja. Okay, ich habe auch ein bisschen Halsschmerzen. Ich habe das Freitag. Da hatte ich Probleme mit Husten, Kopfschmerzen. Der konnte nicht auf eine Geburtstagsfeier gehen von meinem Bruder. Ja, ich wollte gerne hingehen, aber nee. Ich will mich lieber erholen und besser kein so. Anstecken. Besser so. Also vielleicht hört ihr uns mal jetzt ein bisschen abreihen hier. Ich weiß noch, in irgendeinem früheren Let's Play, da hast du dich voll abgekotzt, weißt du nicht noch? In irgendeinem Let's Play von früher. Ich glaube, ich weiß schon. Ah, ich glaube, das war 18 mit der Steroid, da hast du sowas von. Ja, irgendwie kann das sein. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, FAQ, ja, ein paar Fragen sind gekommen, nicht sehr viele, aber von einem, der gleich mal jetzt 20 Fragen gestellt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, also wir werden jetzt hier beide beantworten gleichzeitig. Also erst ich, dann Yannick und so weiter. Ja, du darfst fragen. Was? Ich frage, okay. Syntox LP. Hi Mojan, ich wollte dich fragen, was du alles benutzt zum Aufnehmen und ob du Freitag Trackmania zockst. Wenn ja, wann? Ich will dabei sein und ich habe noch Fußball deswegen. Ja, aufnehmen tun wir mit Fraps bzw. DX Tori. Airfraps, ich werde dort dann mit einem neuen PC, den ich mir holen werde. Da kann ich euch mal einen Link in die Beschreibung tun, den ich mir holen werde. Einfach mal raufgehen, weil meiner ist ja, na, geht halt nicht mehr. Ich versuche irgend so ein billiges Spiel aufzunehmen, wo kein Einbruch kommt. Und nicht so die hochmodernen, hier Formel 1 aufzunehmen. Ich versuche lieber jetzt einfach mal so ein Spiel wie Angry Birds Space oder GTA Vice City zu versuchen. Irgendwas wird wohl klappen. Ja, was benutzen wir noch? Mikro natürlich, hier Headset von Sennheiser und Yannick. Was benutzt du für eins? Was? Ein Philips. Standmikro. SBC-ME 570. Okay. Ich weiß nicht, ob er das zum Rendern auch noch wissen will. Ja. Camtasia. Ja, Rendern mache ich mit Adobe, Photoshop, After Effects und Premiere Pro. Kannst du also da auch gleich noch mit Thumbnails und Intro. Kannst du noch einstellen, dass du auch in Echtzeit rendern kannst? Ja. Das heißt, 30 Minuten langes Video, 30 Minuten rendern? Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, das geht, ja. Ja, wollte nur fragen. Ja, Trapmania, nee, tut mir leid, PC, das geht ja nicht, Trapmania wird nicht kommen. Spielen will ich auch nicht, ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Vielleicht kommt Tobi am Freitag zu mir zocken. Oder wir zocken. Irgendwie bei mir. Ja, weil eine Abo-Runde. Welches Trackmania auch immer er meint. Ja, bestimmt United Forever. Vielleicht auch vielleicht machen wir auch eine Abo-Runde. Ach, keine Ahnung. Freitag ist ja immer vom Wochenende, das kann man ja ruhig mal machen. Mal sehen. Wie sonst geht. So, dann so Kösti 1-2-3. Erstmal nochmal danke, du schaffst die zwei, wir glauben an dir. Also wegen der Prüfung habe ich gestellt. Gib mir ein bisschen Kommentare wegen der Prüfung und so. Für Yannick auch, der will auch gute Note, auch eine gute Note haben. Auch wenn er einen 4,0 Durchschnitt braucht, um in die 11. Klasse zu kommen. Ist ja wie, wenn du jetzt, keine Ahnung, auf eine Hauptschule in die 7. Klasse kommen willst, ey. Oder irgendwo. Ist doch ein bisschen komisch, ey, auf dem Gymnasium 4,0? Ja, Mann. Also. Klacker hier alles, ey. So, ja, ich würde mal sagen, Frage 1. PC oder Konsole? Konsole. Was? Konsole. Mann, du sollst sagen, was du besser findest, PC ja, oder weiß. Konsole. Ich hab's nicht verstanden, ich hab nur Sohle verstanden. Ja, ich mag die Schuhsohle am liebsten. Also Schuh oder Schuhsohle, na ganz klar die Schuhsohle. Nee, natürlich, ja, PC. Ich hab nicht so viel mit Konsolen. Ich hab die PSP, mehr und ja, trotzdem, ja, PC. Ich habe halt meine PS3 und meine PSP. Also ich bin eigentlich so Konsolen. Besser.
Ja, bei PC ist es immer so, man braucht die Teile dafür. Ja, und man muss aufwerten. Ja, aufwerten, das kostet bei der Konsole sich alles drinne. Und ja, dafür kosten die Spiele so viel. So, Für die. nächster. Ja. Mathe oder Physik? Mathe. Für mich zu. Cola oder Sprite? Cola. Spezi. Messi oder Ronaldo? Kein von beiden. Also wenn du Cristiano Ronaldo meinst, dann nicht, aber den anderen Ronaldo, den finde ich cool. Na, den fetten Ronaldo mag ich auch. Ansonsten halt Messi ist okay. Ja, ich mag keinen von beiden. Bayern München oder Dortmund? Ich bin ganz klarer Dortmund-Fan. Also, Auch schon vor dem Kösti, die Frage Erfolg. brauchst du nicht stellen. Ganz klar Dortmund. Was willst du mit Bayern? Bayern kann gleich mal abziehen hier, ey. Ja, musst du sagen mit deinem Werder Bremen, ey. Ach, die kann den ganzen Arsch schieben, Alter. Die sind auf dem nicht auf dem vorletzten, aber ein Platz vom Relegation. Ey, das kann doch nicht sein, Alter. Wie schlecht ist auf einmal Bremen, ey. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Thomas Schaaf rausschmeißen, ey. Ja, die müssen sich mal einen ordentlichen Sponsor liefern. Deren Müssen die mal Sponsor ordentlich Spieler kaufen hat da. Insolvenz angemeldet. Klose soll wieder zurückgehen, der wird es auch sehen. Oh scheiße, ich muss zurück nach Bremen, ey. Nächste Bratwurst oder Bratwurst. Currywurst? Nee, Bratwurst oder Currywurst. Ganz klar Currywurst. Bratwurst. Wir haben Senf oder total Ketchup? Meinungsverschiedenheiten. Senf oder Ketchup? Ketchup. Ja, Ketchup, klar. Deutschland oder Deutschland oder Ausland? Ausland? Ja, was meinst du mit der Frage? Naja, was Deutschland für ein findest du besser. Deutschland besser oder würdest du lieber jetzt woanders leben? Ach Sagen wir es so. mal so. Keine USA. Ahnung, oder findest du ein anderes Land besser? Ich hätte jetzt auch USA gesagt. Besser als Deutschland. Nein, ey, zum Beispiel, jetzt die Frage so gemeint jetzt, Urlaub machen, dann würde ich sagen Spanien, oder wohnen, dann würde ich Deutschland sagen. Was würdest du Keine sagen Ahnung. zum Urlaub? Wohnen finde ich eigentlich die Schweiz am besten wegen dem Internet. Na, aber klar! Und Ich halt würde in der USA. USA sein wegen NBA, ganz klar. Scheiß mal aufs Internet. Ich würde USA einfach geil finden, weil die da alle so nett sind. Alle voll cool drauf sind. So, NBA oder BBL ist ja klar, brauchst du nicht fragen, ist die NBA. Was willst du mit BBL? BBL, Deutschland, ey, pff, die Billigstadien da, Die ey. können auch nichts. Die können doch wirklich nicht. Ein paar gute Amerikaner sind da. Aber was sollen die da bitte in Deutschland? Die verdienen keinen Gummikrücken da. Die sollen nach Amerika gehen. Fettis. Lamborghini oder Ferrari? Schwerer, warte mal, schwere Frage. Lambo. Also ich finde mein Lieblingsauto ist ja der Ford Shelby GT 500. Ach so. Daher würde ich hier jetzt einfach mal Lamborghini sagen. Ja, also Lamborghini, sagen wir mal noch, die, nicht die Marke, das Modell, ganz klar Gallardo. der neue Veneno. Keine Ahnung, kenne ich alle nicht. Ich kenne noch den Gallardo von Most Wanted. Vom Most Wanted 1. Da Habe ich okay, keinen. der Da ist gab es auch noch gut. diesen Muschellago, aber der war immer so Cabrio. Der Muschellager hört es an wie Muschel, ja. Deswegen haben wir den Namen genommen, ganz klar. Also, Bonk oder ich wund... Pete's Ich habe dich jetzt voll unterbrochen, du kannst ruhig noch zu Ende erzählen. Achso, nee, ich wundere mich, warum die Frage, wo habt ihr euren Namen? Die ist noch nie gekommen. Nur Ja. einmal oder so, und die hat dann gestellt, aber so viel haben die noch gar nicht gestellt. Ja, Gronkh oder Pietsmeet. Ich guck beide nicht. Guck so nicht. Ich habe Gronkh früher mal abgefeiert, weil er einfach mal einen nicen Beginn hatte. Aber als er zu viele Abonnenten hatte, da. Na, dafür kann er ja auch nichts. Brandenburg oder Berlin? Brandenburg. Ja, das ist, als ob du fragst Potsdam oder Berlin. In Brandenburg gibt es nur Potsdam. Vielleicht noch Ich weiß nicht, Cottbus. Kösti, wohnst du in Brandenburg oder Berlin? Wenn du die Frage stellst. Ja, ich Würdest finde du... irgendwie Berlin ist eigentlich besser, weil man mehr unternehmen kann. Brandenburg ist halt. Ja, Berlin, klar, viel zum Unternehmer. Brandenburg, Potsdam, das ist einfach keine Ja, ist halt Stadt. Potsdam. Einfach ruhiger. Ich bin nicht in Ja, Berlin, das stimmt. ich bin kein Großstadtmensch, ich will auch kein Großstadtmensch werden. Das stimmt, Ja, und das 20 Jahre lebe ich in New York. Ja, Wette oder Schumi? Ja Wette. klar, ja. Nur mal Ja, so kleine Auswahl Schumacher, an Dingen, okay, die mich ich hab Schumachers Zeiten nie geguckt, also da kann ich nichts sagen. Vielleicht jetzt auch die 3 Jahre jetzt, 2010, 2011 und 2012. Da war aber wirklich total schlecht. Ich habe da
Davor habe ich Formel 1 geguckt, wo Schumacher noch da war, bevor er mit seinem Unfall unter dem Motorrad angefangen hat. Davor habe ich ihn immer mal noch gesehen, aber Also irgendwie, keine Ahnung. 2006. Konnte ihn nicht leiden. Nee? Fand Alonso damals immer besser irgendwie. Ferrari. An sich Ferrari war immer cool. Wegen Alonso und ja, klar. Damals generell fand ich Ferrari irgendwie immer am besten. Ja, Ferrari mit Schumacher und so. Aber Schumacher. jetzt ist ja halt Red Bull noch Ja. der Konkurrent geworden. Früher Red Bull der letzte Assi-Verein. Ist so, also so schlecht, ey, mit Coulthard gewesen und Christian Klien, 2006 war das, glaube ich. Dann kam es Vettel 2009, genau, und 2008 war noch bei Torosso. 2008 war Red Bull auch noch so ein Lappenteam. Ja. Erst mit Wette sind die gut geworden, Na, ja, Vettel und Webber halt. ey. Ja. Naja, Ganz wobei neues Team, anfangs. neue Ja, Fahrer, doch, stimmt, bessere ja. Fahrer. Vettel Weber, ne? Genau. So, machen wir weiter mit Manu LP. Der fragt, ob wir Minecraft mögen. Ja, du kannst dich dazu äußern, bitte. Wer mag Minecraft nicht? Ja. Bessere Frage, wer hasst Minecraft? Ich. Na, hassen tue ich's nicht, ja. Also ich habe einfach mal so, man guckt, ja, Gronkh, Minecraft so kurz mal so reingeguckt. Oh, macht irgendwie richtig Spaß dazu zu gucken. So immer so 5 Folgen geguckt. Nach der fünften Folge am einen Tag, oh, kein Bock mehr. Ja, so Es wird reicht die 5 Folgen langweilig. irgendwie. Manchmal ist es cool, manchmal ist es wieder scheiße. Na, das Bauen ist ja eigentlich ganz cool. Aber ja. So, was sagst du dazu? Ist einfach mal genial, was für ein System in dem Spiel steckt. Ich finde es scheiße, dass da zu viele Updates jetzt letztendlich rauskamen, aber also ich bin ja so der angefangen hat mit Minecraft, also keine Ahnung. So kurz nachdem Gronkh angefangen hat, habe ich auch mit Minecraft angefangen. Und ja, bin auch der die alten Versionen mag. Oh. So, bei Spurs gegen Lakers ist gerade das dritte Viertel vorbei und ich führe mit 13 Punkten die Spurs. Ja, hab schon gesehen. Naja, machen wir weiter. Ramon HDIFI. HDIFI. TV! Habu. Nee, beide. Wie alt seid ihr? Siehst du, er kann schreiben. Beide Doppelpunkt, wie ich es gesagt habe. Sehr schön, Ramon. Wie alt seid ihr? 13. Nein. Wir sind beide 16. Ich bin älter. Ha! Ja, du deine 3 Monate, ey. Dafür. Nichts. Ne, zwei bitte. Okay, zweieinhalb. Dafür ein Kopf kleiner. So, Also der Nick ist schön groß. ja. Creeper LP, du schaffst schon die zwei. Wer weiß, vielleicht. Ah ja, ist keine Frage. Der hat Tobi und seine Eins, ey, glaubt das selber nicht. Und träumst Der so nachts, einfache Mensch. Aufgaben gehabt mit seinem Inder. Was? Ihr habt voll die einfachen Aufgaben gehabt, ey. Scheiß Ach so, Gesamtschulniveau. was von der das bekommen bestimmt. Von das, ja. Von das, genau, ich weiß, ja, okay. Von dem Mitschüler. Nein, Spaß. Ey, was denn das bitte jetzt für eine Aufforderung? Ich gucke immer Gronkh Minecraft. Bitte mach du es auch mit ganz coolen Häusern und so weiter, bitte. Fordert sie uns jetzt auf, ja, es ist eine Sie, bestimmt. Fordert sie uns jetzt auf, dass wir uns Minecraft holen, alles genau gleich bauen, uns alle Folgen gucken, alles gleich bauen wie Ja, ich Gronkh. glaube schon. Wir sollen genau 1000 Parts, genau das gleiche machen, was Gronkh in 1000 Parts gemacht hat. Das, Und wir Katrin, müssen auch beachten, dass wir keinen 200. Part haben und keinen 1000. Part. Nur 999.1 und 199. Ja, so ist das. Ja, also, was soll man sagen? Der Joker hat ja hier wieder die beste Frage. Der Joker, der macht da mal hier, glaub, mit bei Most Wanted Multiplayer. Ja, Marcel, grüße. Wie oft am Tag geht ihr auf Klo? Geile Frage. Ja, Was, die was, Frage was? ist ja, was du jetzt meinst auf Klo. Ich meine, jeder kann Pipatschen gehen. Die Frage ist, Oh, ich kann wie nicht auf oft geht man Pipatschen. einen Neger abseilen, ja? Ist doch Oh, so. ich muss gleich hier kotzen. Das ist hier die eigentliche Was, wie oft Frage. geht man ein dunkelhäutigen abseilen? Einen Neger abseilen. Ich sag das Wort nicht. Mann, ey, das Klo neu bestreicht. Ja, wie oft geht ihr am Tag aufs Klo? Ja.
Keine Ahnung, also wo ich früher noch die Stämme gezockt habe, saß ich manchmal 2 Stunden auf dem Klo mit dem Laptop auf dem Schoß. Wirklich? Da war ich nicht ganz so oft auf dem Klo, weil ich halt schon auf dem Klo saß. Na, die besten Personen, die haben ja einen PC in ihrem Zimmer, einen Laptop hinterm Klo versteckt, damit sie noch Story weiterspielen können. Ja, genau, so Also sieht's aus. immer so die Seite aufnahmen, dann neu laden, damit es genau das gleiche wie auf dem PC ist und dann weiterspielen. Warum sitzen denn die sagen Jugendlichen oder Kinder so lange auf Klo? Boah. Ja. Uns am Zocken. Ja, okay. Noch eine Frage gibt's jetzt weiter nicht. Nee. Also unter dieses Video natürlich immer weitere Fragen. Kössi, also klar, kannst immer noch immer solche Fragen stellen. Ja, das sind Beziehungsweise. die Standarddinger, ne? Ja. So besser. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr so haltet von momentan, von dem Ereignis, was in der Welt rumgeht mit dem Boston. Bostoner Anschlag. Janik, hast du auch gehört, dass er sich im Boot versteckt hat? Ja, du, das habe ich heute gelesen. Lag Ja, da ich auch so. blutend im Boot Wann war rum. das? Gestern Abend habe ich's gelesen. Ey, wie Nacht. bekloppt. Ey, ich so. Wie bekloppt kann man sein und sich in so ein Behindertenboot verkriechen, anstatt irgendwo abzuhauen? Nein, das war ja gar nicht das Schlimme, Tobi. Er war ja verletzt. Das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, wie blöd war der Typ, dass er sich von seiner eigenen Bombe erwischen lassen hat und Oh dann Gott. in ein Boot versteckt hat. Hä? Nee, bei dem Anschlag da, wo das passiert ist im Boston, beim Marathon, wo die Bombe hochging, war er da in der, er muss ja in der Nähe gewesen sein. Hat Ja, er Mann, sich Alter, der da hat verletzt? geblutet. Ja. Oh Gott. Ach Der so. lag blutend halb tot unter dem Boot. Ich hätte jetzt ein gutes Alibi machen können jetzt zum Beispiel, dass er sich bei dem Ereignissen da, also wo die Bomben hochgehen, sich selbst verletzt damit hätte und dann nicht aufgeflogen wäre, dass er das war. Ja. Das wäre eigentlich so eine ganz gute Lösung gewesen. Also sein Bruder, der 7 Jahre ältere Bruder, wurde ja bei der Verfolgung überfahren. Ja, das war doch vor 2 Tagen, ne? Ja, Ungefähr. also Watertown, so ein Nebenort von Boston. Also in Boston war Ausgangssperre. Nahverkehr weg. Flugverkehr, Schiffsverkehr, alles stillgelegt, Ausgangssperre an den Grenzen, FBI, was weiß ich da alles da war. CSI New York war auch da, klar. CSI Miami war auch da. Also alle Leute da waren da. Ja, war schon schlimm, ey. Kann ja gleich mal den Kopf abhaken, nee. Ey, wir sind jetzt schon so wie LeFloid hier, wo er sagt, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ja, das kann man auch einfach mal machen. Ja, ist ja cool. Okay, was meint ihr dazu? Zu den Anschlägen. Also, ich kann mir auch nicht verstehen, warum er sich im Boot versteckt hat. Also, den haben sie ja, auf den haben sie ja geschossen, einmal. Dann haben sie in der Kehle getroffen. Irgendwie war die Zunge beschädigt oder so. Und dann konnte er nicht mehr reden. Beschädigt. Ja, beschädigt, was soll ich denn sagen? Soll die abgewesen sein oder was? Abgeschnitten sein? Nein, auf jeden Fall haben sie den in der Kehle getroffen und dann konnte er erstmal nicht reden. Und Gut, sie haben da so schlimm im Internet, er kam unverletzt raus, klar. ich würde mal sagen, das war's jetzt für hier. Ich wollte jetzt gerade sagen, wir können hier nochmal mit einem schönen Witz abbeenden, aber ich muss das mit einem schönen Witz finden. Oh, Paul George, Triple Double. Also, der Doktor. Wie viel soll man am Tag trinken, Fritzchen? Fritzchen, 2 Liter, Herr Doktor. Der Doktor, und was ist mit dem Rest? Den füllt man mit Wasser auf. Ahaha. Verstehe Das ich, ist ein Bierwitz. ich verstehe keinen Witz, was er immer sagt. Ich verstehe keinen davon. Ja, du verstehst eh keinen Witz. Ich verstehe nie was. Also, ne, also natürlich Leute immer fragen hier runter in die Kommentare und dann mal gucken, nächste Woche, Sonntag oder Montag. Ja. Wir haben jetzt hier über die paar fünf Fragen da, haben jetzt hier was eine halbe Stunde, ja, 20 Minuten jetzt geredet. Ja, ein bisschen hinausziehen kann man das ja. Ja, aber was können, ne? Gut. Wir haben es ja schon spät, Sonntagabend. Oh, so lange nicht ins Bett gehen Zeit. Natürlich noch NBA gucken, letzte Viertel.
Lakers gegen Spurs und dann geht's ab. Ich bin morgen frei. Bitte. Ja, ist so. Wie sorry. Wenn ihr es seht, hat Yannick frei gehabt. Der Montag habe ich frei. hat sich Hat mich schön dicken frei. gemacht zu Hause, ey. Haltet, ey. Wegen Ja, Prüfungen, siehst du oder? mal. Ja. Ey, was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Ich muss zur Schule 6:40 Uhr aufstehen. Okay, er steht auch nicht früher auf. Er steht keine Ahnung um 6 Uhr morgens auf. Aber das kann doch nicht sein. Ich werde dann Oh. morgen genauso früh aufstehen. Warte mal, wann kommt denn noch ein Spiel? Weil NBA, wann kommt? Na, du kannst dir mit Miami angucken um 1 Uhr oder Oklahoma in Houston um 3:30 Uhr. Naja, nee, Yannick wird sich So, krank an. jetzt noch ein Computerwitz zum Ende und dann hören wir auf. Bill Gates geht zum Psychologen. Herr Doktor, ich glaube, alle Leute hassen mich. Meint der Doktor, aber Herr Gates, das geht doch gar nicht. Es kann sie ja nicht jeder kennen. Aha. Wie heißt ja Bill Gates? Bill Gates. Bill Gates. Warum kleben auf allen Intel-PCs Intel Inside? Ein Warnhinweis ist einfach nötig. Okay. Ja, Witze. Gut, Leute, das war's. Und ja, wir sehen uns denn bei einem Okay, anderen ja. Video wieder. Also was ich sagen muss, mein PC, also ich werde ihn ja wahrscheinlich dann bestellen, muss ein bisschen drauf sparen, weil ja auch so mein Vater dazu sagt, ich muss einen neuen PC haben. Nee, erstmal nee. Mal gucken, wie die Prüfungen ausfallen, also wenn, umso besser die Prüfungen ausfallen, umso besser sieht's aus, dass ich den PC bekomme. Also ich hoffe, dass die Prüfungen gut ausgefallen sind. Eine 2 oder 3, dann bin ich zufrieden. Schön. Boah. Warum hast du gerade so gelacht? Und einen Witz gelesen. Und den lest jetzt vor. Ah. Na, hattest du auf deiner Griechenland-Tour Schwierigkeit mit deinem neuen Sprachcomputer? Ich nicht, aber die Griechen. Das Gut, soll es gewesen sein. Wir sehen uns ist das dann gewesen. beim nächsten Video, wann auch immer. Habt Ja. Spaß, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.